Jani Serra, erstmal Glückwunsch zu diesem wohl wichtigsten Tor bisher für Arminia Bielefeld. Wahnsinn, ist nicht gut gelaufen in letzter Zeit für Sie persönlich und dann dieses Tor. Einfach mal Emotionen frei laufen lassen. Ja, man muss immer an sich glauben. Ich glaube immer an mich. Ist mir scheißegal, was von außen geschrieben wird oder wie ich da in der Presse betitelt oder sonst was werde. War eine schöne letzte Zeit, ist auch scharf, aber scheißegal, sag ich ganz ehrlich. Heute war sehr wichtig. Wir haben aber noch zwei Spiele, 16. haben noch nichts gewonnen. Ist klar, aber trotzdem, es lief alles schon fast wieder, dass es wieder verloren geht. Kaiserslautern mit Riesenchancen, Arminia mit einer super ersten Halbzeit, dann Kaiserslautern mit Monsterchancen, Freisel hält super und dann dieser Lucky Punch. Ja, ich denke, wir hätten den Sack schon früher nicht zumachen können, aber ich sag mal, das Ergebnis in die Höhe schrauben müssen. Es waren am Ende viele Chancen auf beiden Seiten. Wir hätten ein, zwei Konter viel besser ausspielen müssen noch sogar. Wo wir auch die Entscheidung machen können, aber haben wir nicht. So ist es wild gewesen. Ja, und dann der Lucky Punch war sehr wichtig. Was macht das mit der Mannschaft jetzt? Man ist noch 16., aber man ist wieder dran an den Nicht-Abschießplätzen. Ja, zwei Punkte. Das übt natürlich Druck auf die vor uns auf jeden Fall aus. Die haben sich das mit Sicherheit heute auch angeschaut, haben gesehen, da ist eine Mannschaft auf dem Platz, die lebt. Wir werden alles dafür tun, um da noch irgendwie rauszukommen. Minimum ist natürlich Platz 16 zu sichern. Und dann müssen wir schauen, was nächste Woche geht. Und darum drücken, dass das nie der letzte Tor von Jani Serra in der Saison war. Wir brauchen die Tore noch. Danke nochmal für das tolle Tor. Danke, danke.